Und damit heiße ich euch willkommen zum vierten Türchen des neuen Parlamentskalenders. Heute mit dem Thema Mehr Kaffee für den Gummibaum oder Onkel Monster und die Weihnachtsgeschichte. Ich wünsche euch viel Spaß. Die kleine Geschichte habe ich für euch vorbereitet. Aber vorher sollten wir uns vielleicht noch in die richtige Geschichtenerzählerstimmung bringen. Besser. Dann. Am 24.12. waren alle Häuser hell erleuchtet. Heiligabend schimmerte warm durch Fenster auf die kalten, verregneten Straßen. Die Menschen aßen, tranken und lachten miteinander, packten Geschenke aus. Alle lagen sich in den Armen und zeigten, wie lieb sie sich hatten. Dem Mann wurde schlecht. Humbug! Knurrte er, als er durch die Straßen lief. Alles Heuchelei! Morgen hassen sie sich wieder! Er zog seinen Mantel enger um die Schultern und zog die Mütze tiefer ins Gesicht, um den kalten Regen abzuhalten. Er konnte nicht verhindern, dass einige Tropfen an seiner Hakennase herabliefen. Ach, verdammt! Grunzte er. Ich hasse diese Jahreszeit! Man heizt sich arm, hat immer Licht brennen, und wenn man mal auf die Straße muss, ist man gleich nass, weil es ständig regnet oder schneit. Und dann die Heuchelei! Warum tun alle einen Tag im Jahr so, als würden sie sich mögen? Er trat in eine Pfütze. Ach, verdammt! Fauchte er und besah sich seinen nassen Schuh- und Hosenaufschlag. Es reicht, verdammter Humbug! Warum bin ich überhaupt nach draußen gegangen? Jan Richard Heiligenquell war seinem Ur-Urgroßonkel zum Verwechseln ähnlich geworden. Weil du jedes Jahr um diese Zeit durch die Straßen wanderst, weil du dich insgeheim nach diesen Momenten der Wärme sehnst, hauchte eine Stimme an sein Ohr. Er fuhr herum. Was? Aber alles war still. Scheiß Kälte! Bekommen wohl schon Wahnvorstellungen! Er ging weiter zu einem Imbisswagen. Was darf's sein? Kam die Frage vom Wurstgriller in einem ehrlich, freundlich wirkenden Tonfall. Na, Rostbratwurst mit Mayo im Brötchen. Noch was dazu? Nein, danke! Jan knurrte leise in sich rein. Warum fragt er mich das jedes Mal? Ich komme seit Jahren her und esse immer das Gleiche. Weil er nett zu dir sein will, Jan. Jan fuhr herum, aber es war niemand da. Eine Rostbratwurst mit Mayo im Brötchen. Bitte schön, macht 2,70 €. Jan zahlte, brummte ein Danke, biss in die Wurst und ging weg. Während er ging und kaute, dachte er sich, werde ich jetzt noch verrückt wegen diesem ganzen Humbug? Er hatte erst vor 2 oder 3 Jahren angefangen, dieses Wort zu verwenden. Aber es erschien ihm so passend auf alles, was in dieser Zeit passiert. Den Superlativ, den er seit Jahren gesucht hatte, um seine Abscheu vor seiner ganzen Umwelt zum Ausdruck zu bringen. Humbug. Das Wort war so antiquarisch wie er selbst, wie seine Wohnung, seine Kleidung, sein Buchladen in einer Seitenstraße. Alles an ihm war alt, bis auf ihn selbst. Jan Richard Heiligenquell, Besitzer und einziger Mitarbeiter im Antiquariat Heiligenquell, 35 Jahre alt, verbittert und zynisch. Jan, du sehnst dich nach der Wärme der Menschen. Er schluckte gerade den letzten Bissen seines Abendessens herunter. Wer zur Hölle redet da? Kam es wütend aus ihm heraus. Aber es blieb still. Die Nacht blieb ihm die Antwort schuldig. Sauer, nass und durchgefroren kam er vor seinem Laden an. Er schloss das alte Gitter auf, das seine Tür schützte, schloss die Ladentür dahinter auf und betrat die dunklen Räume, nur um danach Gitter und Tür wieder sorgfältig zu verschließen. Mit einem leisen Klicken bewegte sich der Lichtschalter und die Ladenbeleuchtung ging an. Die Beleuchtung, die an einen alten Kronleuchter erinnerte. Alt und staubig hing er von der Decke. Jan atmete tief den Geruch der alten Bücher auf den Regalen ein und zum ersten Mal an diesem Abend lächelte er. Er sah sich einmal im Raum um, lief an ein paar Regalen vorbei und betrachtete einzelne Buchrücken. Jan. Da war die Stimme wieder. Verdammt nochmal, wer ist da? Wer redet da ständig mit mir? Zeig dich verdammt nochmal. Wenn du hier eingebrochen bist, dann gnade dir Gott oder an was du glauben willst. Aber es blieb wieder still. Jetzt kochte in Jan langsam aber sicher der Zorn hoch. Verdammter Humbug, verdammte Jahreszeit, verdammte Wurstbude, das kommt doch sicher von diesem Ranzfraß. Er ließ die Bücher außer Acht. Das waren eh nur Stücke, die seine unwissende Kundschaft kaufte, um mit alten Büchern angeben zu können. Tausend und eine Nacht in einer dreibändigen Ausgabe von 1982, damit sich irgendein Trottel toll und kultiviert fühlen konnte, weil er das im Regal stehen hatte. Aber die alte persische Ausgabe, die mit Scheherazades Blut geschrieben
und mit ihren gegerbten Haaren gebunden wurde und in seiner privaten Bibliothek im Obergeschoss stand. Das war etwas Besonderes. Diese Trottel hatten keine Ahnung. Er stieg die knarzende Holztreppe zu seiner Wohnung hinauf und öffnete auch da das Schloss an der Tür. Was bin ich froh, wenn diese vermaledeite Zeit vorbei ist. Drinnen war es karg. Ein leerer Flur mit 4 Türen. Küche, Bad, Schlafzimmer, Bibliothek. Das war sein Leben und alles, was er brauchte. Er zog sich die regennasse Kleidung aus, hing sie über die Badewanne zum Abtropfen, schlüpfte in einen trockenen Hausanzug und warme Hausschuhe. Sein Weg führte ihn, wie jeden Abend, in seine Bibliothek und zu seinem großen Lesesessel. Klick, und auch in diesem Raum wurde es hell. Die Wände hinter den dunklen Bücherregalen waren nicht zu sehen, so voll standen sie. Sie bogen sich unter alten Folianten allerlei Sprachen und Formaten, und es roch nach altem Papier, Pergament und Leder und Leine. Einen modernen Krimi oder einen Fantasy-Roman sucht man hier vergebens. Hier stand Jan Richard Heiligenquells eigentliches Leben. Ein Grand Grimoire, die Ausgabe von Tausend und einer Nacht, an die er vorhin denken musste, die wohl letzte oder vorletzte Ausgabe der Neuen Pforten, die unaussprechlichen Kulte des von Jüngst, diverse unzensierte Ausgaben der Bibel und Schriften ketzerischer Päpste und noch viele andere Bücher, von denen normale Leser wohl noch nie gehört hatten. Sein spezieller Schatz stand aber, gut gesichert und hinter Glas, im hinteren Teil des Raumes. Ja, da war die Stimme wieder. Sie klang jetzt deutlich, glockenhell und freundlich. Zeig dich endlich, wenn du was von mir willst! In dem Moment schien sich die Welt für einen Wimpernschlag ein Stück nach links zu verschieben, nur um gleich darauf wieder normal auszusehen. Bis darauf, dass Jan jetzt nicht mehr allein im Raum stand. Mit ihm im Raum stand ein kleines Mädchen, in einem weißen Nachthemd, einer viel zu großen Schlafmütze auf dem Kopf und mit einem Teddybären im Arm. Jan blickte angemessen überrascht rein. Er hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Wer oder was zur Hölle bist du? Jan, wer ich bin, ist nicht wichtig. Wichtig ist, warum ich heute bei dir bin. Vor 175 Jahren habe ich deinen Ururgroßonkel besucht, der genau wie du war. Kalt, zynisch und verbittert. Ihn konnten wir damals retten. Und jetzt sind wir hier, um dich zu retten. Jan hatte nie wirklich viel von seinem Ururgroßonkel gewusst und es interessierte ihn auch nicht sonderlich. Ach ja, mich soll eine Wahnvorstellung nach zu fettigem Essen davor retten, klar zu sehen? Danke, ich verzichte. Ich habe hier alles, was ich brauche. Und wer ist überhaupt wir? Wir sind drei Geister und wir werden dir zeigen, dass dein Leben in die falsche Bahn läuft. Jan, wir werden versuchen, deine Seele zu retten. Ach, wie süß! Meine Seele! Hau ab und geh jemand anderem auf die Nerven! Ich geh jetzt mal aufs Klo, vielleicht werde ich dich so los! Als Jan gerade zur Tür laufen wollte, verschob sich abermals die Welt kurz und eine zweite Gestalt war im Raum erschienen. Um sie herum schien es dunkler zu sein als im Rest des Zimmers. Es war die Gestalt eines kleinen Jungen, wohl im gleichen Alter wie das Mädchen. Allerdings, wo das Mädchen eine Friedfertigkeit und Wärme ausstrahlte, war die Erscheinung des Jungen genau das Gegenteil. Er hatte schwarze Haare, wasserblaue Augen, trug einen schwarzen Matrosenanzug mit Kniehosen und seine Hautfarbe erinnerte an eine Wasserleiche. Oh gut, schon der zweite. Wenn Nummer 3 jetzt auch noch auftaucht, könnt ihr euer Sprüchlein zusammen aufsagen. Und ich kann in Ruhe weiterlesen. Jans Antwort hätte zynischer nicht sein können. Nummer 2 begann zu sprechen und bei jedem Wort klang er, als würde er Wasser ausatmen. Jan, ich gehöre nicht zu diesen Witzfiguren. Ich will dich vor ihnen warnen. Sie versuchen dich zu verführen, umgarnen dich mit süßen Worten, aber am Ende wartet nur das Verderben auf dich. Jan war nicht sonderlich beeindruckt. Mir doch egal, wer oder was du bist. Ich will jetzt meine Ruhe, verdammt! Das Mädchen begann jetzt wieder zu sprechen. Jan, du wirst für immer in den Schatten verloren gehen, wenn du jetzt nichts an deinem Leben änderst. Hör auf mich, dein Ururgroßonkel hat es auch nicht bereut.
Der Junge lachte gurgelnd auf. Die Schatten, du hast doch keine Ahnung. Jan, wir führen dich zu undenkbarer Macht. Diese Gestalten können dir gar nichts bieten. Undenkbare Macht und eine Ewigkeit in Knechtschaft für deine dunklen Herren. Jan, wir reichen dir die Hand zum Licht. Jan stand nur daneben und beobachtete die Szenerie uninteressiert. Bring jetzt endlich Nummer 2 oder 3 oder 8 her, damit ich meine Ruhe bekomme. Verdammter Humbug! Jan wurde mit dem letzten Wort laut. Licht, Dunkelheit, Macht, Verderben, ihr nervt mich! Verschwindet aus meinem Haus! Jan murmelte einige unverständliche Worte, worauf das Mädchen zu schreien begann, sich die Ohren zuhielt und sich in Luft auflöste. Der Junge sah Jan entsetzt an und zerfloss in einer Pfütze dreckigen Wassers, die einen widerlichen Fleck auf dem Parkettfußboden hinterließ. Endlich Ruhe, sagte Jan und ging in die Küche, um einen Lappen zu holen. Als er an seine Bibliothek zurückgekehrt war, stand dort ein dicklicher Mann in etwas, was einem Bademantel ähnlich sah. »Hey! Was soll das? Wer sind Sie und wie kommen Sie hier rein?« brüllte Jan ihm entgegen. Der Mann drehte sich aber nur ruhig um und lächelte Jan an. »Ach, guck an! Wohl Nummer 2, hä?« »Ja, Nummer 2«, sagte der Mann mit einer ruhigen, friedlichen Stimme. »Und so wie du mit Nummer 1 umgegangen bist, hatte ich mir wirklich überlegt, ob ich überhaupt zu dir kommen soll.« »Hättest es gelassen! Ich habe keinen Bedarf an sowas wie euch!« Jan sparte nicht mit Verachtung in seinen Worten. »Jan, hör mich an«, begann der Mann wieder zu sprechen. »Wir wollen nur dein Bestes.« »Ach, Bestes! Bestes! Das wollte doch niemand! Mein Vater nicht, meine Mutter nicht! Ins Internat haben sie mich gesteckt! Nie besucht haben sie mich! Mein Bestes war sein Witz! Humbug! Ich habe immer für mein Bestes kämpfen müssen und arbeiten müssen! Warum kommt ihr jetzt? Ich brauche euch nicht!« »Jetzt auch nicht mehr!« »Jan, bitte!« Weiter kam er nicht. »Nein! Verschwinde jetzt endlich!« Und wieder murmelte er die unverständlichen Worte, die schon das Mädchen verjagt hatten. Der Mann schrie ebenfalls auf, hielt sich die Ohren zu und verschwand im Endeffekt im Nichts. Im gleichen Moment, wo der Mann verschwand, verschwand auch seine zweite Gestalt, die sich nur Sekunden vorher materialisiert hatte. Die hatte Jan aber nicht mehr gesehen. »Meine Fresse! Hat der ganze Humbug jetzt bald ein Ende?« Jan war schlecht vor Wut. Er wischte die Pfütze auf und warf den Lappen danach in die Badewanne. Danach ging er in die Küche und trank einen Schluck Wasser, um langsam die aufsteigende Galle in seinem Magen zu behalten. Als er seine Bibliothek betrat, erschrak er, denn vor ihm stand der Sensenmann persönlich, der mit einer knorrigen Hand auf ihn zeigte. Jan hatte sich ebenso schnell wieder gefasst, wie er sich erschrocken hatte. »Ach ja, dich kenne ich! Du machst mir keine Angst!« »Lass mich raten, du bist Nummer 3?« Der Sensenmann antwortete nicht, sondern zeigte nur weiter auf ihn. »Gut, dann red halt nicht mit mir!« Jan klang wieder genervt. »Dann lass mich wenigstens vorbei«, sprach er und stieß mit einer Hand die Gestalt beiseite. Hätte man ein Gesicht unter der schwarzen Kapuze erkennen können, es wäre sicherlich überrascht gewesen. »Ich habe endgültig die Schnauze voll von euch. Ihr nehmt mir meine Ruhe, sülzt mich mit Licht und Schatten und Seele und Macht und was weiß ich allem voll. Kommt ungebeten in mein Haus, macht hier eine Sauerei und versucht mich zu Tode zu erschrecken. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Verstanden?« Jan sprach abermals die Worte, die er sonst nur gemurmelt hatte. Diesmal aber laut und deutlich, worauf sich sogar der Sensenmann wie unter Schmerz die knochigen Hände dahin hielt, wo seine Ohren sein müssten. Und doch er verschwand, aber in völliger Stille. Jan rieb sich die Schläfen. Jetzt hat es wohl endlich ein Ende. Er ging zur Glasvitrine am Ende des Raumes und schloss sie auf. Licht, Seele, Schatten, Macht, Verderben. Jan lachte düster. Er hob den einzigen Inhalt der Vitrine heraus und ging damit zu seinem Lesesessel, setzte sich hinein und schlug das alte, in Menschenhaut gebundene Buch auf. Als ob ich mich noch für irgendwas entscheiden müsste. Yeah! War die Geschichte von Jan Richard Heiligenquell. Wessen Nachfahre er ist, wisst ihr, glaube ich. Und welches Buch er aufgeschlagen hat, wisst ihr, glaube ich, auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß mit den weiteren Türchen vom Nordpol-Adventskalender. Und euch allen da draußen
eine gute Nacht. Euer Onkel Monster. Tschüss.